Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial in Cinema 4D. Mein Name ist Michael Novello und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man hier solche Kristalle, wie auf dem Bildschirm zu sehen sind, erstellt, wie man das Material macht und wie man das Ganze rendert. Jetzt muss ich nur noch mal kurz das Video pausieren, da ich vorher ein englisches Tutorial gemacht habe. So, jetzt haben wir die deutsche Oberfläche hier. Wir benötigen als allererstes eine Kapsel. Und den Segmentumfang der Kapsel stellen wir gleich mal auf 6. Da es hier um einen Kristall handelt und ein Kristall hexagonalen Formen hat oder oktale Formen, stellen wir das hier mal auf 6. Dann die Segmentdeckflächen auf 1, damit wir eine Spitze bekommen. Und die Segmenthöhe können wir hier auf 3 stellen und den Radius stellen wir hier mal auf 30. So, nun haben wir unseren Ausgangskristall. Um ungewolltes Shading zu vermeiden, müssen wir hier den Fong-Tag löschen. Und dann können wir uns eigentlich gleich mal dran machen, das Material zu erstellen. Wir erstellen hier ein neues Material und gehen auf Transparenz. Stellen uns eine Brechung von 2 ein und eine Spiegelung und mit einem Fresnel. Das ist eigentlich soweit hier alles für das Material. Wir ordnen es zu. Können wir das Ganze noch ein wenig nach oben schieben. So. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Teil. Wir müssen dieses Objekt jetzt in ein Polygonobjekt umwandeln mit der Taste C. Gehen hier auf Polygonmodus und jetzt mit dem Messertool müssen wir hier die Ausselektion beschränkt den Haken wegmachen, genauso wie bei nur sichtbare, und dann schneiden wir zufällig einfach durch das Objekt, so dass wir einfach etwas mehr und zufällige Geometrie bekommen. Natürlich gibt es bei Kristallen bestimmt ein Muster, wie es gemacht wird, aber ich denke, das ist jetzt hier einfach, das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, einfach so arbeiten, dass die Polygonflächen einfach unterbrochen sind. Und wenn diese dann genügend unterteilt sind, kann man dann den nächsten Schritt weitermachen. So, ich denke, das müsste eigentlich genügen. Da ist überall die Unterteilung drin. Man kann das natürlich noch weitaus verfeinern. Das können wir auch gerade mal machen. Wir gehen noch mal hin und unterteilen uns das noch mal. Also Ctrl A, rechte Maustaste und unterteilen. Jetzt haben wir einen ziemlich wild unterteilten Kristall. So, nun kommt der Trick an der Geschichte. Wir fügen uns einen MoGraph-Effektor ein, und zwar den Zufallseffektor. Diesen ordnen wir hier unter die Kapsel, und im Deformations-Tab gehen wir hier auf Polygone. Und nun wird unser Polygon-Objekt durch den Zufallseffektor deformiert, und in den Parametern, die stellen wir mal ein bisschen runter, da gehen wir mal auf 10, 10, 10, und natürlich ist das immer noch zu stark, deshalb drehen wir die Stärke des Effektors noch nach unten, so. Um nun eventuell Überlappungen einfach wegzubekommen, gehen wir hier nochmal in die Kapsel, und hier ist ja noch immer alles selektiert. Drücken nochmal die rechte Maustaste und sagen hier optimieren. So, das ist eigentlich soweit die ganze Arbeit. Jetzt, um das Ganze schön zu rendern, benutze ich hier den HDR Studio Rig Kit von Grayscale Gorilla. Sehr effektives Tool. Stellt einem hier jetzt nur ein
eine HDR-Beleuchtung zur Verfügung. Man hat hier diverse Einstellungsmöglichkeiten. Auf diese werde ich in nächsten Tutorials mal eingehen. Ich möchte mir aber hierfür, bevor ich hierzu Tutorials mache, mir erstmal die Erlaubnis einholen. Und die steht noch aus, deswegen werden wir jetzt hier nicht auf die Settings eingehen. Das sind die Standard-Settings, nichts Wildes. Genauso werde ich jetzt hier einen Seamless Floor noch hinzufügen, um einen endlosen Boden zu bekommen, der dann auch, sagen wir mal, ein bisschen lebhafter ist, durch das, dass er ein Gradient hat von weiß nach grau. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Ihr könnt natürlich einen ganz normalen Boden nehmen aus Cinema 4D. Ihr könnt die Beleuchtung genauso über Lampen machen. Spielt absolut keine Rolle. Ich mache es nur mit diesem HDR Studio Rig gerne, da es hier eine schnelle Lösung ist und einem sehr gute Ergebnisse bringt. Also nicht quick and dirty, sondern wirklich quick und beautiful. So, nun gestalten wir uns das Ganze noch ein wenig interessanter, indem wir hier uns Objekt und schnappen und das gleich mal duplizieren und rotieren. Hier mal auf die lokalen umschalten, dann nochmal kopieren, rotieren und das Ganze noch einmal kopieren und rotieren. Dann geben wir mal ein bisschen andere Ansicht, so den noch einmal hier. Also trotz, dass wir jetzt hier eine HDR-Beleuchtung haben und eigentlich Reflexionen dann auch in unserem Kristall sehen, ist es doch besser, man fügt noch andere Reflexionen hinzu. Jetzt hier in dem Fall durch einfach das Benutzen durch die anderen Kristalle. Können wir uns das mal nochmal anschauen hier. Ja, okay. Sieht ganz gut aus. Nehmen wir eine Position. Und dann können wir in den Render-Voreinstellungen noch die Ambient Occlusion aktivieren, sowie die Global Illumination. Ich stelle jetzt auch groß nichts ein, man kann hier das alles noch ein bisschen verfeinern, gar kein Thema, aber es geht hier nur mal um die Technik. So, und jetzt rendern wir uns einfach mal das kurz aus. Ich werde das Video so lange pausieren, solange es rendert. Ihr müsst ja nicht sinnlos meinem Computer zuschauen, wie er rendert. Also bis gleich. So, das Rendern ist soweit fertig und wie wir sehen, haben wir hier einige wunderschöne Kristalle gemacht. Also ich für meinen Teil finde die geil. Natürlich kann man hier und da noch einiges verbessern, aber so auf die Schnelle muss ich sagen, das Ergebnis ist schon recht gut. Man kann hier die Größen variieren, man kann hier unten kleinere machen, so wie es eben in der Natur auch vorkommt. Und man bekommt dann gerade durch dieses Brechen der Geometrie eben noch mehr Reflexion rein und sieht dann richtig realistisch aus. Gut, das war es eigentlich von mir zu diesem Thema. Was ich wahrscheinlich noch in Zukunft machen werde, werde ich noch das Ganze als animiertes Video bringen oder als Tutorial. Das wird aber ein wenig komplizierter werden und das wird ein bisschen längeres Tutorial, aber hier habt ihr jetzt schon mal gesehen, wie man sowas grundsätzlich macht. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.